Ach ja. So, zuallererst unsere Rüstung. Und dann, was machen wir heute? Erstmal auf jeden Fall ein gutes Brot uns gönnen. Das sollten wir essen, solange es noch einigermaßen weich ist. Wir hätten echt nicht so viele davon auf einmal kaufen sollen. Aber gut, wenn man hungrig ist, kauft man halt mehr. Ja, gut frühstücken. Eine Scheibe Brot. Skattel bewahren wir uns nochmal auf. Davon haben wir nicht mehr viel. Etwas Salzreis, das ja quasi allgegenwärtig ist. Und die Kuchenbeeren sollen laut Tavernenbesitzerin essbar sein. Das tun wir noch mal. So. Also, was machen wir heute? Gestern haben wir ja für die Kriegergilde was gemacht und für die Diebesgilde. Das heißt, heute sollten wir vielleicht mal ein wenig was für uns tun. Zum Beispiel den Stahlhelm und die Stahlrüstung entweder verkaufen, weil die ist schon ganz schön schwer. Oder irgendwo lagern. Hier in der Taverne können wir das vergessen. Allgemein sollten wir vielleicht nicht mehr so häufig hier übernachten. Das geht langsam doch ein wenig ins Geld. Gerade wenn wir mal für ein paar Tage weg wären, wäre dann auch wahrscheinlich unsere ganze Ausrüstung hier weg. Das ist nicht so gut. Wir könnten in der Diebesgilde vorbeigucken. Aber da sollten wir nicht wohnen. Das hatten wir ja schon mal geklärt. Dann die Kriegergilde. Das wäre das Naheliegendste. Schließen wir sich jetzt wieder ab. Und Bitte, ich schauen habe dann bei hier der euer Kriegergilde vorbei, Versprechen. ob da denn noch Platz ist. Da hatten wir schon mal diese zwei Doppelbetten gesehen. Es ist zwar auch nicht wirklich sicher, aber es müsste auf jeden Fall sicherer sein als die Taverne. Aber die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen. Ja, wir sind schon ein ganz schöner Frühaufsteher. Denn wenn hier jemand was steht, kriegt er gleich richtig Ärger. Darf ich euch helfen? Wenn wir das richtig verstanden haben, wird er sogar aus der Gilde geschmissen. Allein, wenn sie uns einfach nur den Helm klauen würden, zum Beispiel. Also ja, es müsste einigermaßen sicher sein. Kisten, Kisten, zwei Truhen. Die da scheint schon belegt zu sein. Ist die hier noch frei? Ja, sehr schön. Was kommt denn rein? Der Helm kommt rein. Der Küras kommt rein. Unsere abgelatschten Schuhe können da rein. Dieser einfache Seelenstein. Und sonst die ganzen Kräuter vielleicht. Damit können wir nicht wirklich viel anfangen. Jedenfalls die, die nicht essbar sind. Haxelblätter, Guarhaut. Nee. Ein Teil von unserem Brot kann auch hier bleiben. Wir werden hier eh bald wieder hinkommen. Schuppen bleiben hier. Blumen bleiben hier. So. Heilkrank gegen Pest bleibt auf jeden Fall nicht hier. Krankheiten auch nicht. Der Käfermoschus wäre schon recht praktisch. Aber der ist auch viel wert. Den sollten wir nicht hier lassen. Gegengifttrank, Unsichtbarkeit, Lebenstrank, Genesungstrank. Die Sklavenfesseln. Dann könnten uns aber Kameraden was von uns glauben, was nicht so ganz passt. Nee, das sind Trophäen, die sollten wir irgendwo anders lagern, wo es sicherer ist. Also, es kann uns niemand einen Vorwurf draus machen, wir haben ja Sklaven befreit, das ist ja eine gute Sache. Aber trotzdem wäre es ein wenig makaber. Die nehmen wir also auch mal nochmal mit. So, das sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. So, Truhe wieder zu. Und hier werden wir dann wohl die nächsten Tage erstmal schlafen. Solange, bis hier was anderes ergibt. Gut, wo wir schon mal hier sind. Könnten wir gleich einen neuen Auftrag annehmen? Oder zu Kaius gehen? Obwohl das noch ein wenig früh ist. Wir sollten uns noch ein wenig mehr üben. Wir könnten heute Abend einfach ein bisschen losziehen und einbrechen. Aber wir haben eigentlich zurzeit genug Geld, vor allem mit den Diamanten. Nee, wir sollten uns erstmal ein bisschen weiter umgucken in der Stadt. Benötigt ihr etwas? Auf jeden Fall neue Kleidung kaufen. Sonne müsste auch bald aufgehen. Und dann könnten wir einfach wieder die Gegend erkunden. Das wäre ja auf jeden Fall praktisch. Aber erstmal zu dem Ausstatter. Der war hier hoch, dann runter an diesem Ratsgebäude. Und neben dem Alchemisten. Und ja, wir sollten auf jeden Fall auch hier rumgehen. Denn wenn wir das Gebiet meiden, würden wir es ja Wir auch dürfen auffällig. sprechen. Eigentlich sollten wir sofort mal da reingehen, aber. Vielleicht ist sie sehr gut in Mimik erkennen. Das muss ja nicht unbedingt sein.
Du In siehst Ordnung, ich höre. sehr gut gekleidet aus. Euer Name ist also Markus Sittikus. Ihr seid neu hier. Mein Name ist Millie Hastien. Wir würden gerne kaufen. Was hast du denn so? Extravagantes Gewand. Also ganz übertrieben sollte es eigentlich nicht aussehen. Sollte nur ordentlich aussehen. Teure Hose, teures Hemd. Ist nichts Extravagantes, aber sieht schon mal ein wenig gepflegter aus. Dann nehmen wir noch mal eine davon. Eine davon. Und Schmuck. Extravagant, wertvoll. Nee, ist auch viel zu teuer. Nee, das muss so erstmal reichen. Na, können wir den Preis ein wenig drücken? Ja, sehr schön. Kannst du uns vielleicht noch die neuesten Gerüchte erzählen? Und sie erzählt uns nur was über die Korruption. Das hatten wir aber schon. Irgendetwas über die Kriegergilde? Die Kriegergilde befindet sich westlich des Flusses Oder, ja, auf halbem Weg rechts vom Tempel. Ja, das kennen wir ja schon. Die Carmonatong. Die Carmonatong ist ein alter Bund aus unzähligen Verbrecherbanden hier in Morrowind. Und, wie jeder hier weiß, gibt es einen Bandenkrieg zwischen der Diebesgilde und der Carmonatongen. In Balmora halten sich die Mitglieder der Carmonatong häufig in der Ratstaverne auf. Oh weia, da haben wir noch geschlafen. Passt gut auf euch auf, wenn ihr dorthin geht. Das sind keine besonders freundlichen Genossen. Nee, vor allem jetzt, wo wir zur Diebesgilde gehören, sollten wir uns da auf keinen Fall blicken lassen. Okay, das war ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Und sonst... Nö, das soll erstmal reichen. Wir verabschieden uns. Wir ziehen uns kurz nebenan um, okay? Ja, sollte wohl in Ordnung sein. Kurz hier hoch. Oh. Das sieht ja auch schick aus. Rüstung aus. Einmal alles abgelegt. Alles in einem Beutel verstaut. Und die neue Kleidung mal an. Oh ja, das sieht doch gleich ganz schnieke aus. Sehr gut. Die Rüstung lassen wir auch erstmal zugeschnürt. Wir laufen hier nur in der Stadt rum, da brauchen wir nicht unbedingt die Rüstung. Und dann verabschieden wir uns mal. So, neue Kleidung haben wir. Eine Lagerstätte für unsere Rüstung haben wir auch gefunden. Die Sonne geht langsam auf. Schauen wir uns mal weiter hier um. Also, wir sind gerade in der Hochstadt. Hier gibt es nur diese beiden Geschäfte und das Lalu-Ratshaus. Und wohl irgendwelche Wachtürme und Privathäuser. Gucken wir doch mal hier rein. Eine Händlerin? Seid gegrüßt, Freund. Ich bin Imara. Willkommen in Balmora. Sie bietet Zauber an. Okay. Und wer bist du? Ich bin die Lelo Dorwein. Wenn die Ratsherren der Lalu nicht anwesend sind, sorge ich für den geregelten Ablauf der Dinge in Balmora. Also fast immer. Was für Regeln habt ihr hier? Die Regeln von Haus Lalu sind einfach. Ihr dürft euch nie in die Geschäfte von Haus Lalu einmischen. Falls ihr es doch tut, müsst ihr sicherstellen, dass ihr nicht gefasst werdet. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Wenn ihr nie dabei erwischt werdet, wie ihr ein anderes Mitglied bestehlt oder angreift, dann werdet ihr keine Probleme bekommen. Wenn ihr ausgeschlossen werdet, seid ihr zur Wiedergutmachung verpflichtet. Was kannst du uns über dein Haus allgemein sagen? Die Lalu-Ratsherren haben mir die große Ehre übertragen, jene zu befragen, die Mitglieder unseres illustren Hauses werden wollen. Wollt ihr Haus Lalu beitreten? Nein, vorerst nicht. Wir haben ja schon mit der Diebesgilde und der Kriegergilde genug zu tun. Und eigentlich wollten wir noch der Legion und dem Kult beitreten. Da wäre jetzt noch ein ansässiges Haus ein wenig viel. Aber magst du mit uns handeln? Oh. Hier gibt es richtig gutes Werkzeug. Aber das sollten wir nicht kaufen, wenn wir nicht zum Haus gehören. Wäre doch ein wenig auffällig.
Was kannst du uns denn noch sagen über ihre Geschäfte wird sie bestimmt nicht reden wollen. Über Ebenherz? Ebenherz liegt südlich von Pelagiat, zwischen Vivek und Sedanin. Ja, macht nichts Besonderes. Oder geht. Ich könnte dieses Goa töten. Die Stiefel. Was wollt ihr? Nicht sehr freundlich. Wenn ihr euch meinem Haus anschließen wollt, sprecht mit ihr da drüben. Ja. Sprecht. Wirklich freundlich scheinen sie ja nicht zu sein. Womit kann ich dienen? Was kannst du uns über Fremdländer sagen? Nichts Neues. Über Haus Lalu? Er verweist uns auch an die Frau eben. Vielleicht hat Haus Lalu ja Verbindung mit der Carmona Tong. Wenn ja, würde es dagegen sprechen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Vielleicht können wir ja mal dezent anfragen. Ich traue euch nicht genug, um mit euch darüber zu sprechen. Können wir dich vielleicht überzeugen? Ja, können wir. Aber er erzählt trotzdem nichts Gutes. Und nichts Neues. Schade. Na gut. War nicht sehr aufschlussreich. Aber zumindest wissen wir schon mal, dass das Haus Lalu weiterhin Leute sucht. So, was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt ja ein wenig ausgegeben. Aber wir sollten auf jeden Fall noch einen anderen Alchemisten finden, wo wir die nächsten ein, zwei Tage einkaufen können. Und da es hier im Ort nur diesen einen wirklich guten gab, sollten wir mal woanders hinreisen. Für die Reise haben wir das Geld und wenn wir gerade unterwegs sind, könnten wir auch die Diamanten loswerden. Wollen wir jetzt vorher noch die Rüstung anziehen? Obwohl, nö, in dem Schlickschreiter müssten wir eigentlich einigermaßen sicher sein. Und dann sind wir auch gleich in der neuen Stadt. Nö, das brauchen wir erstmal nicht. Das bleibt schön im Bündel im Rucksack.